war jede Station hatte was Besonderes. Ich habe mich im Strehler angefangen, da war mein Vater dann erst Trainer. Dann hatte ich ja eine Stammplatzgarantie, falls es überhaupt gibt in der Jugend. Auf jeden Fall. Und nein, da ging das los. Da geht es ja wirklich nur darum, Spaß zu haben, zu kicken. Über Riesa, dann Dresden, bin ich dann ins Internat gezogen. Das war schon eine harte Zeit auch. Ich finde dieses Familiäre, was mir sehr, sehr geholfen hat, auch am Anfang, wo ich auch gleich gemerkt habe, boah, das ist hier auf meiner Wellenlänge so oder auf meiner Ebene, wie ich mir das vorstelle. Das habe ich gleich wirklich im Internat auch gemerkt. Da wusste von der Waschfrau bis hin zur Köchin, zum Internatsleiter, jeder, wer ich bin bei meinem Probetraining. Das hat mich so imponiert auch und so diese Herzlichkeit, diese Wärme auch. Ich möchte immer das Bestmögliche erreichen, aber ich sage jetzt nicht so, dass es als Ziel ist, ich muss jetzt so und so viele Tore oder so viele Vorlagen machen, sondern ich versuche einfach so viel wie möglich zu spielen, weil das ist das, was ich am liebsten mache. Dieses ins Stadion einzulaufen von vielen Fans, das ist was ganz Besonderes.